rein gar nichts. Nur dieses elende Gezirpe und Gequake. Wie sieht es aus? Sollte nicht das Pochen von der Pyramide herrühren? Wenn ihr anfangt, Stimmen zu hören, sagt ihnen nein. Das ist das Wichtige. Und sagt uns vorher Bescheid. Stimmen, die ich in der Regel höre, sind Stimmen von Elementgeistern, die sind. Also gut, ich denke, über die Mauer ist am besten. Dann der schnellste Weg. Dann hinauf und hinüber. Dann eine Kletternprobe plus 3. Hier geht es nicht darum, dass ihr nicht rüberkommt, sondern darum, dass ihr unbemerkt rüberkommt. Das sieht gut aus. Isarun? Uns keine Schande. Sie macht uns Schande. Ja, ihr seid gerade einer nach dem anderen rüber. Isarun ist das Letzte. Kannst gerade noch das Seil von Abelmir greifen. Da könnt ihr wohl hören, wie einer der exischen Diener auf sie deutet. Du hörst wohl einen exischen Schrei von ihm. Irgendwas wird er wohl sagen, kommunizieren. Dann bist du drüben und siehst ihn nicht mehr. Ihr seid gerade zwischen Häuserwänden verschwunden und steht auf einem weiteren Dach. Vor euch könnt ihr jetzt erkennen, ein großer, menschenleerer Platz. Und das wird wohl der große Beschwörerkreis von Karasuk sein. Auf der anderen Seite, so ein bisschen auf eurer rechten Seite, könnt ihr eine gigantische, große Arena erkennen. Ein menschenleeres Forum mit verwirrenden Bodenmosaiken und je länger ihr euch darauf konzentriert, desto anhaltender wird dieses Schwindelgefühl, was in euch aufgelöst wird. Die große Arena, ihr könnt tatsächlich erkennen, es gibt gewaltige Glutschalen, die hier aufgebaut worden sind und dann diese Arena zu beleuchten versuchen. Und einige Kreaturen, die mehr krötenhaft zu erkennen sind als exisch, die dort sitzen. Es gibt einige Huldigungen und Marus, die dort in einem ritualhaften Kampf miteinander kämpfen. Sich dabei aber nicht wirklich verletzen, sondern es sieht kunstvoll aus. Gibt es irgendeine Art von Deckung hier auf diesem Platz oder neben der Arena oder sonst wo? Oder ein Eingang? Irgendwas, was man zwischen sich und die Maro aktuell sitzt. Aktuell sitzt er hier zwischen diesen Dächern. Und ansonsten, der Platz ist leer, menschenleer. Nur noch die Arena, die ihr dann hier erkennen könnt und das große, ja, die Halle von Tagunitot, den Beschwörerkreis von Karasuk. Also können wir jetzt entweder den Platz rennen und garantiert von den Maros gesehen werden, oder wir können über die Beschwörerhalle klettern, ja? Wenn du rüberspringst, oder ihr verschwindet halt in diesem Gebäude, was auch immer das ist. Was uns halt nichts bringt, denn wir müssen zur Pyramide. Genau. Hier bleiben können wir nicht. Vorschläge? Wir laufen durch den Beschwörerkreis. Dann werden wir garantiert Beschwörer treffen. Mhm. Ja, irgendwo in ein Gebäude müssen wir rein. Und, ja, wir können dran hochklettern oder hinspringen. Dann werden wir auch gesehen. Wir gehen jetzt schnurstracks geradeaus durch diesen Beschwörerkreis durch. Wie hell respektive dunkel ist das? Es ist vor allem neblig. Du würdest sagen, Sonnenhöchststand, auch wenn immer noch hier oben dieses Totenlicht ist, das Totenwetter, aber vor allem neblig, einfach durch die hohe Temperatur und die hohe Luftfeuchtigkeit. Also, ach du? Die Wahrscheinlichkeit, nicht gesehen zu werden, wenn wir da jetzt einfach rüberspringen, ist vorhanden. Also wenn ihr jetzt offen über den Platz rüberlauft, dann habt ihr großes Problem. Wenn wir hier einfach auf den Beschwörerkreis springen. Das könntet ihr machen. Das ist aber natürlich dann wieder eine Athletikprobe. Können wir ein Seil spannen? Wie weit ist die Lücke? Ich schlage mir ein Seil spannen. Ja. Können wir nachmessen. Ich habe keine guten Ideen. Ich bevorzuge den Beschwörerkreis. Ich auch, aber nicht über die Dächer. Nee, ich würde auch lieber, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja ein Dachfenster oder sowas oder ein Fenster in einem oberen Stockwerk, das wir benutzen können. Von dem? Ja, warum nicht? Okay, dann hinüber. Achso, auf dem, wo ihr jetzt gerade draufsteht oder gegenüber? Hier. Ja, dann gib mir erstmal eine Akrobatletikprobe. Mhm. Ja,
easy. Boltax! Gut, dann könnt ihr definitiv so ein bisschen Anlauf nehmen, könnt sehen, wie weitere Dachplatten unter euch nachgeben, wegknirschen, springt. Und dann steht ihr auf dem anderen Gebäudeteil. Mittlerweile könnt ihr wohl auch sehen, wie jetzt aus diesem kleinen Gartenhäuschen auf der anderen Seite, hinter der Mauer, weitere Achas-Diener kommen, die jetzt suchen, ausschwärmen. Sowas wie ein Alarm gibt es hier noch nicht oder nicht richtig. Und ja, dann steht ihr auf einem weiteren kleinen Gebäudeteil. Es riecht nach Obst. Wir können uns dann erstmal hier in Deckung begeben, richtig? Dass man es von hier aus nicht mehr sieht. Okay. Gibt es hier ein Fenster dann? Auch ein Schornstein? Ja. Wir könnten hier hinein. Ja, dann. Besser ist es. Wenn ihr das für besser haltet, dann wird das wohl sein. Na gut. Wir müssen aus der Sichtbereich kommen. Ich schaue zuerst hinein und wenn die Luft rein ist, winke ich euch nach. Dann geht's durch die Öffnung der Wahl hinein. Notfalls decke ich ein Stück Dach ab. Mhm. Ja, du kannst dich dann durch das Fenster hindurch schleusen und stehst dann in einem großen Lager mit Holzboden im oberen Teil des Gebäudes. Um dich herum, du bist gerade in so einem großer Haufen aus Reis gelandet. Viel roher Reis, der hier liegt, das erinnert dich schon wieder an Maraskan. Und du siehst dann wohl in weiteren großen Schalen viele, viele Früchte, die hier aufgebaut worden sind. Es handelt sich also um einen Nahrungsspeicher, zumindest der hier im oberen Teil gebaut wurde. Dann strich ich kurz die Hand aus dem Fenster wieder raus, winke die andere nach und gehe dann hinter diesem Reishaufen erstmal in Deckung. Und warte auf den Rest. Ja, könnt ihr erstmal sitzen bleiben. So, und jetzt müssen wir weiter, nicht wahr? Durch den Raum? Ja, soweit es geht. Mal rausgehen, umschauen, nur Treppen nach unten. Ja, echt viele. Es gibt eine Stiege, die nach unten führt und wenn ihr eine angemessen lange Zeit dort gesessen habt, euch abgekauert habt und nichts weiter passiert ist, könnt ihr nach unten treten über eine knarrige Stufe. Wirklich viele Menschen hat das vor jüngster Zeit nicht gesehen. Ihr seht dann hier zahlreiche Opferaltäre mit schillernden Blumen überwachsen und überwuchert ist und eine große Statue von Zar. Ich würde gerne eine Handvoll Reis mitnehmen. Zu tun. Damit du hochwertigen Humus hast? Zum Beispiel. Mhm, oder für Taschenreis. Tauben füttern. Ich würde mir mal diesen Altar angucken. Von Zar. So unterschiedlich zu uns sind sie vielleicht gar nicht. Doch, ganz sicher. Vor allem Blumen, die geopfert worden sind. Damit die mächtige Zar das Leben dieser Achas Neugeborenen verschonen möge. Ich frage mich, ob sie bei den Echsen die gleichen Aspekte wie bei den Menschen hat. Sind exische Götter, das sind keine guten Götter. Was auch immer. Das ist nur eine Interpretation, aber ich denke trotzdem nicht, dass wir uns länger hier aufhalten sollten, so interessant es auch sein mag. Was auch immer es ist, ich bin mir sicher, es ist Ketzerei. Gehen wir weiter. Ja, weiter geht das durch das Haus nach unten. Wie gesagt, ein voller Nahrungsspeicher, der hier angefüllt ist. Auch viel rohes Fleisch, was dann hier gelagert wird, an dem ihr dann ebenso vorbeigehen könnt. Wenn ihr dann allerdings nach draußen an die Tür tretet, könnt ihr sehen, dass es dort zwei Wachen gibt. Das sind wohl einfache Achas-Krieger. Keine Diener mehr, aber definitiv Krieger mit Speer. Nicht so furchteinflößend wie die Marus, aber Wachen. Auf Attack. Ausschalten oder rumrum? Auf Attack im Keller. Dann der Keller. Wenn ihr die Stiege weiter nach unten tretet, gibt es hier auch einen Keller, wo ihr aber auch nur weiteres Fleisch findet, was dann hier kühl gelagert wird. Es gibt keinen weiteren Durchgang zu irgendwelchen Rissen oder Spalten, die euch in den Berg führen. Also einen Ausgang gäbe es hier nicht. Auch kein Kellerfenster? Oh, wartet. Es ist hier kühl und Echsen mögen keine Kühle. Das sollten wir vielleicht nutzen, nur für den Fall, dass wir noch einmal darauf zurückgreifen müssen. Interessanter Gedanke. Ich glaube, so kalt ist es nun wiederum nicht, dass es ihnen auf längere Zeit Unbill bereitet. Aber ja, auf kurze Zeit, meint ihr? Verbindung mit anderen vielleicht schon. Habt ihr nicht gemerkt, als ich meinen Zauber auf dem Netz gewirkt habe,
als alles langsamer geworden ist. Da ist die Temperatur ja auch ein wenig heruntergegangen. Vielleicht könnte man das kombinieren. Nur als Überlegung, falls wir uns einmal zurückziehen müssen. Gut, trotzdem müssen wir uns weiter bewegen. Diese Schule, haben wir sie schon komplett durchquert? Oder in der Schule seid ihr noch gar nicht. Ach so, das ist ein Nebengebäude. Das ist das Nebengebäude, genau. Okay. Sind wir noch hier drin? Ja. Okay. Aber das sieht so aus, als wäre das alles ein Block. Die Wände sind doch Stein? Die Wände sind doch Stein. Aus welcher Art von Stein? Naturstein? Nee, abgebaut. Verarbeitet. Okay. Auch wohl nicht von den Echsen, sondern wohl eher von Bregelsäumchen. Ich glaube, die Unterscheidung hier ist, ist es gehauener Stein oder ist es gebackener Stein? Genau. Auch wenn er gehauen ist, ist es immer noch Naturstein. Nur Backstein wäre kein Naturstein. Im Keller wird es dann gehauen sein. Das heißt, ihr könntet euch dann von Keller zu Keller auf die andere Seite morphen. Ihr wisst aber nicht genau, also sicherlich wird dann neben euch der Keller der Nekromantie sein. Ob ihr da rein wollt, ist eine andere Sache. Ich will nicht. Also ich nehme es lieber mit dem Banderas. Aber dann wäre es, also im Keller gäbe es Naturstein, ja. Passend für den Dolch. Ich sehe das jetzt nicht so gut auf der Karte. Ist hinter dem Beschwörerkreis, also zwischen dem und der Mauer, irgendwie so ein... Nee, ist kein Freiraum, ne? Das sieht für mich auch so aus, als wäre zumindest hier ein Freiraum. Ja. Nee. Abgeschlossen. Das weiß ich halt nicht. Das sieht aus wie zwei Gebäude. Nochmal. Also es steht direkt an der Mauer dran. Okay, also es gibt kein Innenhof-Dingen sozusagen. Aktuell, nee, also ihr steht aktuell in diesem Gebäude und könntet dann euch durch die Mauer in den Keller der Nekromanten schneiden. Das ist keine gute Idee. Es gibt keinen Hinterausgang, ihr seid einfach gerade in einem Nahrungsspeicher. Es gibt doch kein Kellerfenster, haben wir schon geklärt, okay. Nee, also du willst auch nicht, dass hier Ratten oder Ungeziefer oder Schaben oder sowas reinkommen, also nein, es gibt keinen Kellerfenster. Vollkommen nachvollziehbar jetzt, wo du es sagst. Die Waffen stehen direkt links und rechts neben der Tür, vermutlich, oder? Ja. Also eine könnte ich aufstechen, aber die andere müsste Werner machen. Ja, zur Not mache ich das. Ich habe aber noch eine Frage, und zwar auf dem Dachboden, wo wir rausgekommen sind. War das nur der Dachboden von dem einen Haus oder war das der komplette? Und wenn ja, gibt es auf der Seite, wo wir nicht reingekommen sind, noch ein weiteres Dachfenster, dass man da weiter über die Dächer gehen könnte? Wenn du wieder durch das Dachfenster nach oben kletterst, dann kannst du über die Dächer der anderen auch du kannst über die Häuserdächer klettern, das geht. Ja, das tun wir. Habt ihr Angst, euch durch den Nekromantenkeller zu schneiden? Angst. Neugier. Habe ich nicht. Selbstmenschungsprobe, schaut um Neugier. Alles klar. Ihr seid so weit gekommen. Gucken, wie hoch meine Neugier ist. Also, dass ich sie habe, weiß ich auf jeden Fall. Hier Neugier. Jetzt haben wir mal eine Selbstbeherrschungsprobe würfeln, können wir später noch neu abziehen. Ja, macht er schwer. Vielleicht bei Jalan sowas wie Gerechtigkeitswahn. Okay, ich gebe dir eine Erschwerung Gerechtigkeitswahn. Das oder ist, Selbstsucht. Ich meine, die Annahme ist treffend, glaube ich, dass der Nekromant da drin oder ein Nekromant da drin sitzt. Verdient hätten sie es alle. Verdient hätten sie es alle, aber sie kriegen ihre gerechte Strafe. Der innere Fall von Isarun. Also auch sie kann ihn runterschlucken. Aber nicht jetzt. Ihr seid nicht gezwungen, aber ihr dürft. Können sie nicht alle richten? Noch nicht. Die Zeit wird kommen. Eben euch, während ihr gerade überlegt, was ihr tut, könnt ihr zumindest irgendwie hören, wie wohl Beschwörungsgesänge gemurmelt werden und ihr könnt das Verschieben und Knarren von irgendwelchen großen Knochen hören. Ein Keller weiter. Ja, ich flüstere etwas vor. Isarun läuft ein bisschen Blut aus der Nase. Ich wische es weg und ich fühle mich hier nicht so gut. Ich möchte schnell weiter. Könnt ihr das einordnen, Avenir? Nun, ich vermute, sie fertigen Untote an. Oder Schlimmeres. Das hier ist etwas ganz Finsteres und sehr Mächtiges. Es ist auch kein Zayat, was da drüben gemurmelt wird, sondern es ist eine ältere Sprache. Die Sprache ist mir allerdings unbekannt. Savo nickt. Es ist Selembia. Was? Ah, das spricht man in Selem, nicht wahr? Ja.
Wir verstehen. Hören, was sie sagen. Was sagen sie? Es ist eine große Donnerhexe, die sie dort drüben erheben. Dr. Savo. Was ist eine Donnerhexe? Nichts Gutes. Sie füllt den ganzen Keller aus. Mehr müsst ihr nicht wissen. Gehen wir nach oben. Dann sollten wir weitergehen. Ja. So könnt ihr euch wieder durch das Gebäude nach oben bewegen, die knarrenden Stufen wieder nach oben treten und aus dem Fenster nach oben klettern, sitzt dann wieder auf den Dächern und starrt auf Wahrung. Auf Hochwahrung. Mittlerweile ist ein bisschen Bewegung in die Stadt gekommen. Ihr könnt wohl sehen, wie einige mumienhafte Priester-Echsen gerade der Arena eingetreten sind, die ebenso jetzt mit zeremoniellen Begräbnissen andere Mumien beisetzen. Und während ihr auf die Zeremonie starrt, könnt ihr wohl sehen, wie sich weitere Achas-Krieger freiwillig opfern. Sich ein Dolch in das Herz stoßen, auf die Knie gehen und zusammenbrechen. Jede tote Echse ist eine gute Echse. Ich bin mir nicht sicher in diesem Fall. Mögen wir einen Fall gefunden haben, in dem dies nicht der Wahrheit entspricht. Zur Not müssen wir sie halt nochmal töten. Könnte ich über Magiekunde ausprobieren, was sie da treiben, veranstalten? Götter- und Kultprobe ist es. Okay, probier's mal. Komm, da gucken wir alle mal. Hexische Götter hat Spezialisierung. Hat niemand. Nein. Hab ich euch angeboten, als ihr auf dem Maraskan wart. Ja, weil wir ja auch alle da waren. Iserun weiß es. Iserun hat zugehört, als Asavo die Vorträge hielt. Iserun ist doch die Einzige, die Asavo zuhört, wenn er Vorträge hält. Wieder einmal geht es darum, dass die Hangar vertrieben werden, mit ihrem gleißenden Auge abgehalten werden, den Blick auf sie zu richten. Und mit Hangar ist nicht Charybdor oder die tiefe Tochter gemeint, sondern alle exischen Götter. Also Zar, Hisinde, Praios. Ja. Allesamt sollen sie ihr finsteres Auge abwenden und auf andere starren, damit sie sie richten. Und diese Opfer sind wohl, um die Götter milde zu stimmen. Die haben ja eine ganz schön finstere Vorstellung von der Götterwelt. Ja, sind Echsen und Echsen sind finster. Also logisch, dass sie finstere Götter haben. Ist egal, welche Ketzereien sie sich vorstellen. Wie geht es nun weiter? Dürfte eine Sinnschärfeprobe würfeln, das Schwert um 8. Voltax kann durch den Nebel stieren und es riecht auch gar nicht mal so schlecht. Jetzt gerade, wenn ihr über diesem Lagerhaus steht, mit diesem ganzen Obst, was da hoch riecht, hochduftet. Aber während sich die anderen schon orientieren und versuchen, über die Dachziegel der Nekromanten des Beschwörerkreises hinüberzugehen, kann Voltax erkennen, wie wohl in der Arena mittlerweile auch nicht nur Marus stehen und Achas Mumien oder Diener, Kämpfer, sondern auch 3 Meter große Mantraken. Geht. Mantraken. Mann, was bitte nun? 3 Meter großen dort. Seht euch an. Sehen unheimlich aus. Was ist das? Die sind aber riesig. Die überragen ja selbst Raffin bei weitem. Es ist gefährlich. Was auch immer wir tun, wir sollten uns auf keine Kämpfe einlassen. So ungesehen wie möglich durch diese Gebäude hindurchpirschen, an der Arena vorbei und dann irgendwie in die goldene Pyramide. Wollt ihr weiter über die Dächer? Das ist von Anfang an der Plan gewesen, ja. Gut. Kein guter, aber ist einer. Ja, langsam, vorsichtig, damit ihr kein Geräusch verursacht, die dann unter euch gehört werden, könnt ihr euch dann auf der anderen Seite wieder abseilen und steht in einer kleinen Gasse. Vor euch Gebäude, hinter euch Gebäude, direkt an der Mauer. Könnt ihr euch dann weiter vorbei pirschen und ja, zur ehemaligen Garnison der Drachengarde vorschließen. Die sind allerdings mittlerweile ausgezogen, sodass hier dann die Achas Krieger untergebracht wären.
Ein sehr nüchterner Bau, der dann hier ja definitiv mit Warhammer Stil angelegt worden ist. Viele Fenster. Eine hübsche Wandelhalle, die ihr dann erkennen könnt. Da haben wir jetzt ein Problem. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen über diesen Platz. Sollten wir nicht die Nacht abwarten? Es wird nicht Nacht, aber mir. Nun, vielleicht gibt es ja eine Uhrzeit, wo dieser Platz nicht ganz übervölkert ist. Wir werden die Äxten dann wohl in die Schlafgemächer zurückkehren und sehen unglücklicherweise vor eben jenen. Wir können auf dem Dach dort oben Deckung suchen. Vielleicht. Aber vielleicht kommen nachts auch die Nekromanten raus, wer weiß das schon. Wie ist denn eigentlich diese Mauer beschaffen? Also ist das eine ganz normale Mauer mit einem Wehrgang und sowas? Ja, genau. Also 3 Meter hoch. Man vertraut hier dann vor allem auch auf die Höhe des Molchenbergs selber. Aber sie ist vor den ersten Anstürmen gesichert. Und wenn man nicht gerade irgendwelche magischen Seile hat, dann wird man hier sicherlich noch ein bisschen stehen und dann auch abgewehrt werden können. Also man kann da sich auf den Mauern bewegen. Haben wir denn da bisher Leute entlang gehen sehen oder ist das wirklich eher da vorne am Torhaus, dass das besetzt ist? Definitiv am Torhaus, ja. Also da sind viele Patrouillen, was heißt Patrouillen? Also da stehen Echsenkrieger, die dann in Richtung, ja, mittlerweile gucken sie tatsächlich sich überall um, weil der Alarm ertönt ist, du wurdest entdeckt und sie gucken mit ihren wachsamen Blicken jetzt in alle Richtungen. Und also definitiv dann von hier. In diesem Gebiet sind sie dann gehen umher und jetzt, wenn ihr gerade hier irgendwo euch abkauert, könnt ihr auch sehen, wie jetzt die Patrouille hier rüber gestartet hat. Also die versuchen jetzt auch, oder die haben sicherlich schon nach euch gesucht und die nächste Patrouille ist jetzt gerade wieder unterwegs. Ich habe eine Idee. Ihr sagt, die Echsen haben Angst vor ihren Göttern, nicht wahr? Ja. Und die Pyramide ist aber ein Mahnmal für ihre Götter? Ja, ich weiß. Wenn wir uns also Pyramiden durchschlagen können, würden sie uns nicht folgen, nicht wahr? Das hoffen wir zumindest. Wir wissen es nicht. Also alles, was wir tun müssten, wäre die Beine in die Hand nehmen? Mir widerstrebt der Gedanke, aber... Ich glaube, die Pyramide ist unbewohnt. Das ist der... Und was auch immer in der Pyramide ist, werden wir so oder so fertig werden müssen. Nun, ich würde bevorzugen, etwas unauffälliger mich zu bewegen. Du wisst schon, dass wir auch hier wieder raus müssen, oder? Ich hatte gehofft, das würde sich unterirdisch machen lassen. Habt ihr einen besseren Plan? Könnt ihr machen, dass es dunkel wird? Könnt ihr Nebel machen? Das kann ich. Nicht besonders gut und ihr würdet nichts sehen, aber es hätte den Effekt, den es auch hat, wenn sich so ein... Ihr kennt doch diese Dämonen. Die machen es auch dunkel. Ich glaube, es ist der gleiche magische Effekt, der dem zugrunde liegt. Nun, hilft uns das, Asavo? Dann werden wir zwar nicht gesehen, aber ein großer schwarzer Ball, der sich hier über den Platz bewegt, ist auffällig. Gut, lass mich die Frage so umstellen. Kann jemand Nebel machen? Es ist neblig, überall. Fließender Übergang zu Regen. Noch mehr Nebel. Ja, ich verstehe mich nicht auf solcherlei Magie, nein. Wie geht's vor Abemir? Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Zauber in der Umgebung funktioniert, aber ich kann mein Bestes geben. Oder es ist generell neblig, Iserun, ihr könnt doch Feuerbälle werfen. Das kalt machen. Aber ja, könnt ihr nicht einen auf den Beschwörerkreis werfen und dann blicken sie alle dorthin und rennen vielleicht dorthin und dann nutzen wir die Verwirrung, um es durch den Nebel zur Pyramide durchzurennen. Das ist kein guter Plan, aber der beste, der mir einfällt. Lasst mich mal kurz überlegen. Solche Ablenkungen wird vielleicht reichen, um ihre Aufmerksamkeit hinreichend von uns abzulenken, dass wir in der Suppe verschwinden können. Könnte ich mit Wettermeisterschaft den Nebel verstärken? Ja, kannst du. Natürlich. Ja, das geht. Es kostet bloß 5 ASP für die prinzipielle Veränderung, plus 3 ASP. Ich habe nur 7 ASP, das ist ein Problem dabei. Machen wir keinen Drang mehr? Blutmagie geht immer. Warte, es kostet 5 plus 3, aber du sparst doch einen durch Kraftfokus. Ja, ist wohl ein Punkt Veränderung, aber nur. Sie fragen, ob dieser Nebel denn ausreicht, um uns zu schützen. Von ein bisschen Nebel auf viel Nebel reicht uns doch schon.
Das war mal gerne meine Frage gerade. Also, da müssen wir mal schauen. Bei der, nicht bei der Bewölkung. Doch, es ist Bewölkung, es ist Niederschlag. Es ist luftfeuchtig. Temperatur, Windstill. Ich würde es unter Niederschlag einordnen. Die glaube ich. Leider explizit nicht drin. Es wird Bewölkung, oder? Ich würde Bewölkung. Achso, Dach, Niederschlag. Schwül oder Nebel? Nieselregen? Wir machen das als Bewölkung, weil du den Nebel verstärken willst. Dann ist es aktuell bedeckt und du müsstest es von bedeckt auf finster verhangen ändern. Das ist noch eine Stufe, das reicht. Eine Stufe. Das ist doch gut. Genau. Gut, ich will mir Zeit lassen bei dem Zauber. Jeder Punkt Veränderung kostet 3 ASP und erschwert die Zauberprobe um 1. Exakt. Im Übrigen von dem, was du kostet, werden die ZFP-Sterne abgezogen, aber er kostet mindestens 6 ASP. Also, gerade noch. Also, du kannst dir vielleicht 2 geben. Kannst dir keinen Patzer leisten. Ich kann mir Zeit lassen, nur genau. Zeit lassen und es um 1 erspäht, also minus 3 denn. Erleichterung. Ich muss mir vorher die Schuhe ausziehen. Barfuß und so. Das sei gestattet. Komm. Die angegebene Zaubergeste ist für die Ruinen. Ich glaube nicht, dass du dich ausziehen musst. Es dient dem Fluff. Okay, dann bitte. Du bist nicht Gildenmagier-typisch, aber bitte. Ich nicke wissend. Aber mir ist seltsame Gerüche sind. Ja, würdest du halt nicht so machen wie die Torwaler. Ich stelle mich wieder auf den mit blanken Füßen auf den Boden, wirke diesen Zauber und der Nebel wird immer dichter und dichter um mich herum. Und ja, die Sichtweite wird drastisch reduziert.